Ja, willkommen zu Protein und zwar heute mal wieder nach langer Zeit mal wieder eine Fahrt. Diesmal geht es von Melsungen nach Kassel Hauptbahnhof und zwar mit einer Fahrt der RT5. Die fährt normalerweise noch ein bisschen weiter, nicht bis Ausstadion in Kassel und ja, diese Fahrt machen wir jetzt. Mahlzeit, Kollege. Ist eine schöne Wendemöglichkeit hier. So, sie hatten nun ihre Pause und nun geht es zurück nach Kassel Hauptbahnhof. Zuerst fahren Sie bitte zum Bahnhof. Die Fahrgäste warten schon. Gute Fahrt. Ja, hier haben dann auch wir unseren Fahrplan. Und ja, diesen werden wir dann mal fahren und fahren dann mal ran. Es gibt zwar auch tatsächlich sogar ein Regiotram-Fahrzeug für Protein, nur der funktioniert leider nicht, daher. Ja, habe ich dann auf das zurückgegriffen, was das Spiel hier bietet, nämlich diesen Zug hier, zwei Waggons plus hinten dran eine Lok der Baureihe 110. Normalerweise war es sogar so, dass im Vorlaufbetrieb so etwas auch verkehren ist, nur mit der Baureihe 141. Das war die letzte Zeit, wo diese Baureihe eingesetzt worden ist. Mittlerweile ist die ausgemustert. Oder danach wurde die ausgemustert im Jahr 2006. Und ja, nun fahren wir halt so. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Hier kann man das sehen. Umgebaute Silberlinge sind das übrigens. Ja, ich hoffe zumindest, dass es hier mit funktioniert, weil ich jetzt mit meinem alten Laptop das Ganze aufnehmen muss. Da der neue und Windows 8 wahrscheinlich nicht so wirklich wollen. Aber es ist gut, deswegen wird das Samsung Großmembran wenigstens angenommen, wenigstens etwas. Jetzt müssen wir mal hier kurz gucken, wie es aussieht mit der Lokbremsen. Mal die Bremsen schauen, aber ein bisschen noch weiter bitte. Und ja, da kommt ein paar Dinge Zug, so wie es aussieht. Ja, grüß dich. Oh, nach Bebra fährt er, also ein Regionalzug nach Bebra wahrscheinlich. Ja, das sieht doch ganz nett aus, genau. Gut, ja, die Fahrt machen wir und wenn es jetzt so geht, wie ich das wollte, wird man jetzt nicht mehr rechts und links diese schwarzen Ränder haben, sondern das Bild ist nach links komplett geschoben. Dadurch ist natürlich rechts ziemlich schwarzer Rand und da dürfte ein Bild von einer Regiotram abgebildet sein, die ich vor kurzem gemacht habe und einen Fahrverlauf. Ja, und dann sehen wir weiter. Und wir werden natürlich, oder besser, ich werde hier über ein gewisses Thema reden, was schon wieder mal für diese kommende Woche jetzt hier bringt, nämlich der wunderbare Lokführerstreik der GDL mal wieder. Ja, der Lieblingsgesellschaft der Deutschen mit ihren Vorsitzenden Klaus Weselski, der zurzeit beliebteste Deutsche. natürlich. Und ja, weil irgendwo reicht es dann auch mal. Ja, dann fahren wir mal los. Aber nicht zu schnell, nicht zu schnell. So. Ja, vorher natürlich wie immer eine Ansage. Sehr geehrte Fahrgäste, das Team von DB Regio begrüßt Sie im Regionalexpress, nee, nicht Regionalexpress, in der RT5 nach Kassel-Ausstattung und wünscht Ihnen einen angenehmen Fahrt. Der nächste Fahrplan, den Sie halten, ist Röhrenfurt. Gut, und dann fahren wir mal los. Ich weiß jetzt auch nicht, warum da diese Anzeige da unten, also jetzt hier im Protein, gerade ein bisschen rumspinnt, warum das sich jetzt nicht überschlägt, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Da vorne ist dann auch gleich der Bahnhof, also Röhrenfurt. Ja, die GDL. Okay, jetzt gesprungen.
mit ihrem Trotzvorsitzenden Klaus Weselski, der sich auf keinen Kompromiss einlässt, der quasi mit dem Kopf durch die Wand will. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist echt langsam eine Unverschämtheit, was die wollen. Auch wenn ich natürlich als Wirtschaftswissenschaftler natürlich gut auch Bescheid weiß über den berühmten Paragraphen im Grundgesetz, nämlich dem Streikrecht. Ja, es ist wichtig, dass es natürlich Streikrecht gibt, aber man kann es auch übertreiben. Und das geht einfach nicht. Und ja, da kann man auch verstehen, dass manche dann auch sprechen, Geiselnahme der Pendler, des Volkes. Ja, mehr, ja, besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Deswegen hoffen wir mal wirklich, dass bald dieses Gesetz, was dagegen soll von der Bundesregierung, nämlich das Tarifeinheitsgesetz, was auf der einen Seite Befürworter haben, auf der anderen Seite auch starke Gegner. Ich persönlich bin Befürworter dafür, dass endgültig dieser Mist aufhört und damit man da endgültig auch der GDL endlich mal zeitlos lang geht. Auch wenn, wie gesagt, Streikrecht wichtig ist, ich will nicht das Streikrecht in Frage stellen, aber es geht einfach nicht mehr so. Und ja, grüß dich, Kollege. Ja, so Züge sind natürlich auch besonders betroffen, die Intercity-Züge, die ja dann so gut wie kaum fahren werden. Zumindest war es jetzt beim letzten Mal so, dass da ja kaum was fuhr. ICEs, die fuhren relativ noch, aber bei den anderen Zügen war es ein bisschen schlecht. So, nächste Station, Röhrenfurt. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Und ja, oder auch Regionalzüge. Das Gute ist, ich muss ja zum Glück nicht nicht mehr in die Außenstelle fahren. Das habe ich heute am Montag gemacht, wo ich jetzt gerade hier das Ganze aufnehme. Zum Glück auch, sonst wird jetzt halt hier schön in Kassel unsere Zeit verbracht. Und da mal anhalten bitte. Okay, also jetzt scheint da unten das Abfahrtsding mal zu funktionieren, weil bei Messung hat er irgendwie jetzt nicht gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall wie hier. Ja, also das Wichtige ist, dieses Tarifeinheitsgesetz muss so schnell wie möglich vom Tisch. Sehr viele sagen auch, ja, wie wäre es denn, wenn man die Lokführer so wie früher zur Reichsbahnzeit, das war ja DDR, zur Bundesbahnzeit wieder verbeamtet. Oder allgemein den Betrieb Deutsche Bahn, die ja natürlich privatisiert ist, aber zu 100% immer noch staatlich ist, dass man die allgemein komplett verstaatlicht. Wäre auch eine gute Option, wäre ich so eigentlich auch dafür, dass man so wichtige Gesellschaften, die ja besonders wichtig sind, dass man solche wieder verstaatlichen würde. Lokführer wieder verbeamten. Wäre auch eine gute Option, wäre ich auch nicht abgeneigt gegen. Es wäre auf jeden Fall auch eine sehr gute Option, zumindest das in Betracht zu ziehen. Ja, wäre auf jeden Fall gut, wenn man das so machen würde. Und ja, gleich geht es dann weiter hier von Röhrenfurt aus. Weil es geht einfach nicht mehr. Ich kann da wirklich die Leute verstehen. Es gibt so auch Leute, die sagen, ja, dieser Herr Weber von der Bahn soll sich mal selbst an die Nase packen. Okay, könnte man vielleicht auch meinen, aber nee, ich bin da ganz auf der Seite der Bahn, weil es geht einfach nicht mehr. Auch wenn ich jetzt leider nicht genommen worden bin, weil ich habe mich nämlich sogar jetzt mal beworben bei der Deutschen Bahn als Kaufmann für Service Dings da. Ja, jetzt sage ich schon so. Und also was ein Schaffner ist quasi. Und ja, also hier in Kassel hat leider nicht funktioniert, aber nun ja, man kann nicht alles haben. Man versucht es dann halt immer neu.
Ja, und wir fahren dann jetzt mal wieder weiter hier. Wir fahren, wir streiten nicht, hier wird eiskalt gefahren. Es wird vielleicht auch, habe ich sogar schon gerendert, muss nur hochgeladen werden. Und zwar habe ich am Sonntag, den 3. Mai, eine Mitfahrt gemacht. Und zwar von Kassel Hauptbahnhof nach Borken in Hessen. Und zwar mit dem Mittelhessen Express, der zu Gast hier war, weil eben von meinem Weserbahn Bauarbeiten war, bei Marburg da. Und ja, da habe ich halt gesagt, okay, hier komm, schnapp's dir, habe ich dann so, als ich mich da hingesetzt habe, habe ich dann so das Tablet da aufgespaut, auf diesem, wo ja der Mülleimer an der Seite ist, bei diesem Viererteil in zwei Zügen sind das übrigens. Und ja, habe ich das Ganze mal festgehalten. Mir ist nur ein paar Mal plötzlich mir das Tablet abgestürzt. Also jetzt zusammengeklappt. Aber ich denke mal, ja, es ist immerhin besser als nichts. Und ja, jetzt fahren wir schon in den nächsten Bahnhof ein. Nächste Station, Körle. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen, glaube ich. Aber ich bin jetzt auch gerade nicht sicher, weil ich fahre das jetzt auch hier zum ersten Mal. Ne, bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So. Weil ich weiß hier ehrlich gesagt jetzt nicht, ob es rechts oder links ist. Deswegen, das sah nämlich irgendwie links aus, deswegen. Ja, und das wird es dann bestimmt auch dann hochgeladen bekommen. Also ich finde ja wirklich diese Tallinn-2-Züge, um mal was Positives für die Bahn auch noch zu sagen, sehr schöne Züge, die fahren relativ ruhig, haben auch eine sehr starke Beschleunigung, erinnert mich so ein bisschen an die Baureihe 425, die ähnlich starke Beschleunigung haben. Man kann auch fast sagen, ist auch so ein Nachfolger. Könnte man doch so ungefähr fast sagen. Na gut, es gibt ja noch die Flirt-Dinger, diese 427er, wo ja hier auch eine Privatbahn bei uns fährt, diese CAN-Bahn da. Würde ich aber, kann ich nur jedem abraten, den Zug zu meiden, wie es nur geht. Und ja, diese Flirt-Dinger sind jetzt nicht unbedingt so der Knaller. Also das muss man ganz klar sagen, weil die haben jetzt nicht so unbedingt die super tolle Beschleunigung. Und dann gibt es ja auch noch ein paar Dieselloks, da finde ich ja momentan die 642 gut. Und also die fährt auf der Nordthüringer Bahn. Und ja, das ist schon ein ziemlich guter Zug. Sehr leistungsstarker Zug, auch mit starker Beschleunigung durch Powerpacks, die da irgendwie in Friedrichshafen, glaube ich, gebaut werden. Also da geht es schon ordentlich ist ab, dieser Zug, und der ist auch relativ, ja, auch relativ ruhig, aber bin vor kurzem auch mal mit einer Baureihe der 100, nicht 100, sondern der Baureihe 612 gefahren. Das sind diese Neigetechnik-Züge, die sind total ruhig. Das hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, dass diese Loks teilweise so ruhig sein können, also die werden vor allem auch in Thüringen im Neigetechniknetz eingesetzt. Die fahren zwischen Thüringen, in Thüringen schon, aber sondern Göttingen Richtung Erfurt, Bad Salzach runter, Erfurt und dann so Richtung Zwickau, Jena und so. Auch ganz nette Züge, also die sind quasi wirklich sehr Neigetechnik, kann man da auch sehen. Also ja, das sowas hat gut Zukunft, kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, hier mit Protein, mal sehen, ob es vielleicht auch mal den einen oder anderen Auftrag gibt. Wie gesagt, leider schaffe ich es jetzt nicht unter Windows 8
dieses Spiel zum Laufen zu kriegen. Es läuft zwar, aber es ist ungeheuer. Ich habe Grafikbug da, weil das wahrscheinlich irgendwie nicht so wirklich funktioniert einfach mit Windows 8. Dieses wirklich Kultspiel. Und es ist einfach Kult. Oh, hier ist noch so ein ganz altes Signal hier. Auch nicht schlecht. Aber wir kommen hier gut durch eigentlich, ne? Jetzt kommt hier ein Tunnel. Der Cuxhagener Tunnel, oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ist das hier? Cuxhagener Tunnel, ja. Hatte ich doch recht gehabt, der Cuxhagener Tunnel. Vorne ist doch schon wieder irgendein Zug oder irgendwas. Oder was ist das? Ne, das sind Signale. Okay, nächste Station, Cuxhagen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Oh, scheiße, da fahren wir jetzt drüber. Scheiße. Halt doch an. Ach, Leute, jetzt im aller Ernst sind wir auch noch drüber gefahren. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Na, halt an. Ja, jetzt haben wir 7 Sekunden. Heimatlande, nee. Ja, sorry dafür, aber da sind wir mal total falsch gefahren, aber ja, wenn man so in Rage ist wegen der GDL, dann ja, dann fällt auch keiner zum Besten ein. Das Stationsschild ist ja auch hier richtig toll, kann man gar nichts lesen. Alles verdreckt hier. Oh, hier muss man sogar noch über den Bahnsteig treten, das ist auch interessant. Aber was die gar wollen, da vorne geht doch der Bahnsteig noch weiter. Sollen sie mal nicht so anstellen, die Fahrgäste. Bisschen Sport hat noch niemanden geschadet. Also ich mache auch täglich in Kassel tatsächlich Sport, also ich laufe immer eine 3 Kilometer lange Strecke. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Und zwar von Endhaltestelle Iringshauser Straße Richtung Hoppla. Also Hoppla Holländischer Platz. Bei uns ist eine ganz nette Strecke. Wenn man mal bei uns hier zu Kassel im Besuch ist, kann ich ja nur empfehlen. Bald ist ja der Hessentag. Zwar nicht in Kassel, aber in Hofgeismar ist ja auch hier in Bozen. Ja, hier sind noch diese alten Signale, weil wir jetzt langsam nach Guntershausen einfahren. Aber soweit, wie ich erkennen konnte, hat Guntershausen mittlerweile auch elektronische Signale, also nicht mehr diese alten Formsignale. Und dann wird er mal einfahren. Also die Lokführer mit, dieser Schnitt, den werde ich denke ich mal auch auf einmal hochladen. Das sind zwar 33 Minuten oder so ungefähr. Fair, aber bei so, in Anführungsstrichen Führerstandsmitfahren, dann passt das ja. Es war kein Führerstandsmitfahrt im eigentlichen Sinne, aber ja, das ist ja nicht so schlimm. Bisschen schneller kann er ruhig noch gerne fahren. Ich bin ja auch ein bisschen außer der Übung momentan. Ich mache ja momentan, wie gesagt, nur die Mensa-Kritik, deswegen nicht wundern. Aber mir fehlt auch ein bisschen die Motivation, wie gesagt. Nächste Station Guntershausen, bitte in Fahrtrichtung links umsteigen.